Hey Leute, hier ist Saldemar mit Mountain Blade Bannerlord. Ende letzte Folge haben wir geladen, weil wir gesehen haben, dass da eine Armee ankam. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier nur Katapulte. Vielleicht schaffen wir es noch, zwei Katapulte zu bauen. Ich will gern auf der Kampagne, auf der Schlachtenkarte einen Katapult oder zwei haben. Weil, ach guck mal, die bauen noch zehnmal schneller. Vielleicht schaffen wir es sogar. Ich baue Speicher jetzt immer ab, wenn ein Katapult fertig ist. Mein Gott, die haben dann vier Katapulte fertig. Das wird übel. Das wird brutal. Ach komm, das muss machbar sein. Wir schaffen es leider nicht rechtzeitig, die Mauer einzunehmen. Ich meine, die auszuhungern, weil diese blöde Armee hier irgendwo kommt. Komm, noch ein Katapult und dann geht's los. Halt. Aufbauen. Speichern. Und wir rekrutieren alles, was geht. Egal, ob wir einen zu viel haben oder nicht, weil die werden jetzt sterben hier, die Leute. So, ich nehme mit die Armbrust. Daran muss ich mich jetzt gewöhnen. Ich habe tatsächlich dran gedacht. Und los geht's. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Burg halten können, aber es geht einfach nur ums Prinzip, ja? Mal die weg. Tor geht natürlich nicht. Doch, jetzt geht's. So. Beide da unten. Okay. Los geht's. Oh nein, die Burg, die ist übel. Na gut, wir müssen nicht zum Haupttor. Ja. Wir gehen direkt zur Leiter. Wir gehen zur linken Leiter. Warriors! Ich lasse alle... Oh! Alter! Ist das Mangen geworden? Das kann doch nicht richtig sein. Holy shit. Was zur Hölle? Boah! Volltreffer! Oh, davon muss ich gerade mal Bilder machen. Schießen die da unten nochmal. Oh, oh. Helga, lauf! Oh Gott. Ist das geil. Ich greife die Helga nicht alleine. Da geht die erste Leiter hoch. Weil die schießen auf bewegliche Ziele. Wer nicht? Und dann hoffentlich schießen die nicht aufs Katapult. Yeah, wann ist denn das neu? Oh Gott. Ist auf irgendwas draufgefallen? Okay. Ja. Los geht's. Wir gehen zur linken Mauer. Scheint ziemlich leer zu sein, die Burg. Da müssen wir das direkt ausnutzen. Das gibt's schon nicht! Wir müssen hoch, wir müssen hoch. Oh Gott! Guck mal, die ganzen Toten. Da kommt der nächste Stein. Die ziehen sich zurück. Wow.
Ein Himmel für ein eineinhalber. Okay, wir starten neu. Oh, ist das cool mit den Belagerungswaffen. Komm, wir versuchen mal direkt zur Mauer hochzugehen. Das wollte ich ja eigentlich zuerst machen. Ich nehme die mal mit. Ich nehme mal meine komplette Armee auf eine Seite. Und versuche das mal mit den Bogenschützen, wie das damals hätte mal eigentlich funktionieren müssen. Alter, wenn die sich schon moralisch zurückziehen. Dabei sind es nur ein paar Steine gewesen. Nur ein paar Steine. Und schon spielen die sich auf hier, die Heulsusen. So, wir gehen da hoch. Ich weiß gar nicht, was ist. Gibt's doch nicht. All of you. Na gut. Boah. Jetzt muss ich mal Delegate Command ausmachen. Viel zu viele. Ich gehe wieder runter. Müssen jetzt ausdünnen. Wir sind, glaube ich, ziemlich safe. Okay, ne, sind wir nicht. Das ist cool. Jetzt machen sie das eigentlich mal richtig. Warriors! Jetzt kommen sie wieder, weil die aufgestellt sind. Sehr gut. Schneid ihn ab! Oh. Der da. Nein, 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 nein. Wirst du wohl. Wir bleiben erstmal ein bisschen hier und nutzen mal die Schwäche der KI aus. Mir doch egal. Nix da, Freundchen. Ja, ich habe das sonst nie gesehen, dass die das machen. Krass, oder? Ja, mal gucken. Wie viel bringt das hier dir nicht? Kommt die Verstärkung? Oh, das ist ein schwarzer Banner. Irgendwas ist kaputt. Na, nein, 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 nein. Böse. Los geht's.
Und wir versuchen nur hoch zu pushen. Einfach angreifen, einfach angreifen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach die Mauer frei! Nein! Ich belebe noch, ich lebe noch. Ich mach das Tor auf. Das wollte ich nicht. Wer bin ich denn? Alter, der kann ja gar nicht mehr laufen. Ah, ich glaube, das ist ein Bug. Ups. Robbe Robinson bin ich, oder? Robbe Tötungsson. Wir haben gewonnen! Wir haben es! Ich glaube, es kommt die nächste Battle-Phase, oder? Wenn es überhaupt schon drin ist. Ich glaube nicht. Wir nehmen alle. Okay. Jetzt geht's ans Verteidigen. Fantastisch teidigen. Vielleicht können wir einen Waffenstillstand aushandeln oder so. Devastate. Show mercy. Pillage. Tumulus Castle has fallen to your troops. You may station a garrison here to defend it against enemies who may try to devastate. Prosperity lost. Prosperity lost. Show mercy. Pillage. Ah, guck mal. Army Gold Gain. Lol, das ist ja gar nichts. Show Mercy. Prosperity Lost 11. Party Morale Change 15. Party Morale ist gut. Settlement Owner Changed. Owner Tubulis Castle ist Helga. Helga, Helga. What you gonna do? What you gonna do when we come for you? Mensch, Garrison. Open Stash. Okay. Ja. Es ist keine Mauer kaputt. Das ist das Gute. Wir haben aber noch, leider, wir sind immer noch kein Kingdom. Lol. You need to be a Kingdom. Aber das ist doch Sandbox. Aber was brauchen wir denn jetzt bitte noch, um ein Kingdom zu gründen? Ach,
krass. Kingstone von Lichtenstein hat echt gar nichts in Schwert in Kampf generell. Setzt nicht so toll. Ah, Medizin. Robbe Robinson, du machst mal hier. Loses to Siege Bombardment has 50% less chance of getting wounded instead of getting killed. 30% increased chance to recover lethal wounds in Siege Assault. 30% chance per day to recover a lame horse. 50% recover amount from lost cavalry after battles. Das gibt es? Ich will keine lame horses mehr. Lahme Pferde. You need to be a kingdom. Create kingdom. Clan-Tier. Ach so. Ja, da war ja was. Aber ist egal, wir haben eine Burg. Dann verteidigen wir die jetzt mal. Und jetzt werden wir schon wieder erobert. Oh, wir haben schon 4 in der Garnison. Wir könnten es auch einfach hätten spillagen sollen, aber 500? Das war ja echt erbärmlich. Ich dachte, wir könnten da irgendwie ein paar tausend mitkriegen oder so. Voll für den Arsch. Naja, gucken wir mal, ob wir es abwehren können. Sonst laden wir und dann ist gut. Und dann gehen wir wieder. Oder wir lassen es so. Wir lassen uns capturen. Aber dann sind alle meine Pferde weg. Ah. So viel. Und man entscheiden muss. Aber ich verstehe halt nicht, warum sie jetzt nicht Katapulte bauen. Ich kann es auch nicht ändern. Ich kann es nicht, ich kann es halt auch nicht ändern irgendwie. Hallo, Yamina, und zwar könnten wir vielleicht Frieden mit Seroth, perhaps you won't have to come, Lord. Oh ja. Lol. Und kostenlos? Kostenlos? Das wär's, oder? Weil das Geile ist, wir haben jetzt ein Schloss mit keinem Einkommen. Geil, oder? Doch. Wir haben Frieden gemacht. Den guten alten klassischen Frieden. Ich dachte, das ginge nicht mehr. Aber wir müssen keine... weil wir kein Königreich sind, gibt es hier irgendwie keine großartigen Abkommen oder sie uns Geld kosten. Ha, super. Geil, wir haben ein Schloss, Leute. Und Dörfer. Cool. Und wieder Frieden. Jetzt können wir wieder Banditen jagen und questen gehen. Jetzt haben wir eine Heimat. Das ist gut, das ist gut. Tubilis Kasse hat ja natürlich nur ein Einkommen von 98 Grad, aber Tubilis und... Aber wir haben immer noch minus 264, blickt da halt nicht durch. So, pass auf, jetzt Manage Garrison. Zoomen wir gerade mal alle Nicht-Kavalleristen weg. So. Wir haben ja natürlich noch ein paar von uns, aber... ja, ich würde gerne ein Kind von mir irgendwie als zum Gouverneur machen, aber... Manage Castle. Nee. Wir machen jetzt mal als erstes Castellan Office. Reduced Garrison... Wir machen jetzt mal Construction. Gardens. Toll Collector. Loyalty ist wichtig. Komm, Kingstone, gehst du jetzt mal erstmal rein. Weil. Lass mal dich das mal ein bisschen drin. Vielleicht kriegst du da auch ein paar mehr Skills dafür. Ich muss mal gucken, es gibt doch bestimmt irgendwo eine Statthalter-Kompanie, die wir anhören können. Aber das wäre ja blöd. Wir wollen ja erstmal. Blablabla. Ich rede zu schnell.
minus 198. So, und jetzt könnten wir theoretisch... Jetzt sind wir immer noch lahm. Warte mal, die Gefangenen. Jetzt sind wir überladen, ne? Warte mal, Quajatz. Wir müssen jetzt mal Quests machen für Quajatz und so, damit wir uns alle lieben. Mod is raided. Nein, Mod. Taken prisoner. Oh, das sieht aber nicht gut. Bei, auf der Aserei. Prisoner bei, bla bla, auf der Aserei. Oh, das ist auch nicht gut. Doch, doch. Ich bin nicht überladen. Warum bin ich denn so lahm? Ich habe auch keine tollen Waffen bekommen oder so. Was für ein Arsch. Kriegt halt nur noch Schrott. So, dann gucken wir mal. Warum sind wir so lahm? Minus 3, Herde. Dann gehen wir mal in den Stash. Cargo with, within capacity. Capacity. So, gucken wir mal gerade. Open Stash. So, pass auf. Iron Ore. Bleibt mal alles hier. Das bleibt mal alles hier. Crude Iron. Was, wenn ich denn nur Mullis nehme? Stash, da steht Stash. Ich darf die diskarden, richtig? Das fragt er mich jedes Mal. Immer noch Herdeneffektivität. Minus 255, das ist voll krass. Wir brauchen mehr Kavallerie. Ah ne, jetzt geht's. Jetzt sind wir nur 3,9. Ne, immer noch Herde. Wir sind immer noch zu langsam, warte mal. Ich will mal die Mulis behalten. So und so viel. Ah. Könnte was besser sein. Oh. Mann. Schön. Jetzt haben wir ein Schloss, das ist auch schon mal gut. Das ist schon ein Anfang. Und uns dürfte keiner Krieg erklären, weil wir kein Königreich sind. Und warum sollten wir ein Königreich dann gründen? Dann können wir uns jetzt hier erstmal, ne? Ah, das könnte besser sein. Ich will natürlich auch neue Schwerter basteln und so. Vielleicht lassen wir das erstmal. Und gehen jetzt erstmal auf Banditenrekrutierung oder was auch immer. Open Stash. So, pass auf. Wir nehmen einfach nur ein bisschen Grain mit. Bisschen Fisch. Bisschen Dartfruit. Oh, das ist so schwer. Er ist schon voll. Okay, machen wir so. Immer noch Herde. Nee, Night. Okay. Dass es nicht ständig oben ist, verstehe ich auch nicht. Plus haben wir gemacht. Plus. Plus mal. Jetzt im Handel. Aserei Arm Trader. Lol. Jetzt müssen wir die ganzen Banditen hier mal platt machen. So. Niemand reitet ungeschadet durch mein Land und raubt meine Bürger aus Angriff. Ich habe vergessen, meine Lanze mitzunehmen. Sollen jetzt hier absch... Die fliehen jetzt direkt wahrscheinlich schon wieder.
Aua. Ach, scheiß drauf. Komischer Boden, wie die hier reiten, ne? Ach, tut mir leid. Aber hat auch Skillpunkte gebracht. Es läuft gut jetzt gerade. Jetzt macht's wieder Bock, weil ich hatte schon ein bisschen down bei Bannerlord. Weil irgendwie... Keine Ahnung, war die Luft raus. Das ist der da oben, ne? Guck mal, wie schnell die sind. Da stimmt irgendwas nicht. Arm Trader, das ist gut. Die nehmen wir auch mit. Sind bestimmt wieder überladen, oder? So, machen wir die weg, weil die dürfen unsere Villager nicht platt machen. Das ist super wichtig. Gucken wir, ob wir irgendwas verlieren. Einen. Hat er nur einen Arm... Oh, ein Vanguard. Das ist nicht so gut. Wir müssen neue Rekruten holen. Das ist auch wichtig. Das ist überladen, ist mir jetzt aber egal. Die 33 da, so. 33 Jome. So, nehmen wir bestimmt wieder einen, ne? Mercenary Horseman, ist auch nicht so toll. Gehen wir mal ein bisschen verkaufen. Ist die Frage, wie können wir diesen Herdenbonus am besten umgehen? Was sind die besten Pferde eigentlich? Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Guck mal, da geht der Herdenbonus runter. Sechs. Ist immer noch für erste Nacht. Es ist ruhig geworden. Im Waltertal. Im fruchtigen, der fruchtigste Abschnitt auch, natürlich. In Azerei. Wir haben quasi den besten Ort überhaupt bekommen. Das gibt's doch nicht. Raus hier. Es fehlt noch, dass man halt Patrouillen bilden kann. Ich könnte auch eine Party gründen von irgendeinem, weil jetzt haben wir ja quasi einen Ort. Aber ich würde das gerne mit einem Sohn machen. Guck mal, 65 sind da schon drin. Uiuiui. Aufpassen, dass es nicht zu teuer wird. Die greifen die gar nicht an. Sehr gut. Die Villager sind hier überall. Weil die müssen ja auch ihre Sachen verkaufen gehen und Kohle machen. Ruhig, die schließen sich gar nicht mehr an. Das ist doch blöd. Oh, ja, damit. Fernab. Ja, kommt ruhig. Kostet mich aber keine Moral dann, ne? Nur wenn ich die rekrutiere aus den Gefangenen. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, was heißt das eigentlich? Ich muss mal gucken, weil das heißt jetzt, dass die Villager wieder aufgefüllt sind, ja? Sie haben Bürger zum Arbeiten. Die können auch, desto mehr Mistgabeln, desto besser wahrscheinlich, oder? Als Bauerntruppen. Plus zu 388. Es wird. Leute, ich höre sie auf. Mann mit Bannerlord. Meine Gute. Wir haben jetzt endlich eine Burg und wir gucken mal, wie es läuft. Können jetzt wieder rumreiten und Quests machen, würde ich sagen. Weil das ist definitiv solide. Wir nehmen einfach nur unsere Kavallerie und ziehen los. Ja. Wir lassen das mal so, wie es ist. Loyalty muss nach oben. Machen wir mal so. Boosting a project.
Okay, alles klar, Leute. Bis dahin. Haut rein.